Im Oktober 2009 brachen drei junge Filmemacher in eine verlassene Psychiatrie ein. Dies ist ihre Geschichte. Sean, du musst nicht dahin gehen. Es gibt Dinge, von denen wir Menschen nichts wissen sollten. Und wenn wir etwas wissen, sollten wir einen Bogen darum machen. Die Baupläne für das Hauptgebäude wurden im Jahr 1876 vollendet. Das als Kirkbride-Komplex bekannte Gebäude wurde benannt nach Dr. Thomas Story Kirkbride, der im 19. Jahrhundert die Bauweise mentaler Heilanstalten standardisierte. Von 1876 an, als sie eröffnet wurde, bis zu ihrer Schließung war diese psychiatrische Klinik die größte in den Vereinigten Staaten. Viele unserer Patienten konnten aufgrund der schrecklichen, aber effizienten Behandlungsmethoden zu ihrem alten Leben zurückkehren. Bleibt in der Nähe. Wenn ihr Teufelsanbeter seht, dann sprecht sie nicht an. Sie suchen nach Opfern. Heute ist der 13. Okay, ich rede mit den Geistern, Alex. John, komm her, John. Guck dir das an. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Alter, man weiß ja nie. Das ist ein verdammtes Irrenhaus. Was zum Teufel machst du da? Alter, komm wieder her! Okay. Bist du bescheuert? Mann, was ist es da unten? Oh, Scheiße! Scheiße, was ist das? Oh, Scheiße! Was ist denn das hier? Scheiße, Mann! Scheiße! Mein Rat ist, die Toten in Frieden zu lassen. Die Toten uns nicht in Frieden lassen, was machen wir dann? Ich will dir keine Angst machen, aber wenn Leute sterben, dann bleibt etwas zurück. Hast du schon mal was vom Schattenmann gehört? Der dich anfasst? Wie ein Schatten an der Wand? Wie eine Gestalt. Du siehst plötzlich irgendwas und denkst dir, habe ich mir das eingebildet oder war das wirklich da? Ja. Also, er lag mit mir im Bett und hat geschlafen wie ein Stein. Und auf einmal konnte ich die Umrisse von einem Mann erkennen, der mein Bein gezogen hat aus dem Bett. Klingt so, als hätte John es mal wieder bitter nötig gehabt. Nein, ich hab nicht... Sean, gib mir die Kamera. Du filmst dauernd alle und bist der Einzige an diesem Tisch, der noch nie einen Geist gesehen hat. Ich hab sie wohl verschreckt. Also Sean, du hast nichts zu erzählen? Ganz ehrlich? Mr. Analytiker? Naja, ich weiß nicht, ob das zählt, aber als ich 9 Jahre alt war, haben sich meine Eltern scheiden lassen und das war eine ziemlich schlimme Sache für mich. Und meine Mutter hat mir eines Abends vorgelesen. Und aus irgendeinem Grund musste ich einfach rausschauen und habe den Vorhang zurückgezogen, um nachzusehen. Und da stand ein Mann draußen, hat das Haus angestarrt. Und ich sagte, Mom, da draußen ist jemand. Und sie ging raus, um nachzusehen, und er war weg. Das war ein Schattenmann, Alter. Also. Es hätte auch ein Schatten sein können. Kommt schon, es war ein Geist. Ich nenne es Schattenmann, aber es ist ein Geist. Naja, sie sind in deinem Kopf, aber ich glaube nicht an Geister. Erinnert mich an eine Geschichte, die ich als Kind gehört habe. Mit etwa 8, 9 Jahren habe ich im Zeltlager die Geschichte von Crazy Kate gehört. Es war eine Gruppe Camper, die in einem Schulbus um den See herumgefahren sind, um einen Platz zum Übernachten zu suchen. Sie haben ein Heulen in den Wäldern gehört. Und in dieser Nacht hat der Wind so laut geweht, dass niemand ihre Schreie hören konnte. Am nächsten Tag wurden
die Camper gefunden. Ihre Köpfe aber nicht. Das war der Anfang der Legende von Crazy Kate. Komm schon, das ist eine wahre Geschichte. Naja, ich weiß nicht. Ich bin als Kind beim Campen mal schlafen gegangen. Es war noch ziemlich früh, 10 Uhr vielleicht. Ich bin aufgewacht und es wehte Wind im Wald. Die Bäume raschelten, die Büsche haben sich bewegt. Ich wollte nur pinkeln gehen und danach wieder so schnell wie möglich schlafen. Aber ich habe gehört, dass etwas hinter mir war. Ich habe mich umgedreht, in die Büsche geschaut. Und ich schwöre, ich habe eine Frau gesehen. Diese Frau hatte graue Haare und ein lebloses Gesicht und grüne Augen. Ich hatte wahnsinnige Angst. Es war so, als hätte Crazy Kate mich direkt angesehen. Ich bin schnell zurück ins Zelt gerannt und habe die anderen Kinder geweckt. Ich sagte, da draußen ist etwas. Und zwar Crazy Kate. Sie haben mit mir gesucht, sind runter zum See gelaufen. Sie haben nachgeschaut, aber sie war weg. Was ist das? Was ist das? Es ist eine Skizze. Sie hat sie gezeichnet. Was hat sie gemacht? Die Zeichnung von Crazy Kate sieht mir aber ziemlich ähnlich. Und als ich die Geschichte Sean erzählt hatte, war er so verängstigt, dass er zu seiner Mutter und mir ins Bett gekrochen kam. Wir konnten dich einige Monate lang nicht mehr rausbekommen. Sean, wir sollten da rausgehen und einen Film machen. Crazy, Scary, Creepy Kate. Sag uns, was Komm du darüber schon. Denkst. Glaubst du nicht an Geister? Vielleicht wollen die Geister die Leute gar nicht erschrecken. Es könnte ja auch einfach nur Energie sein. Das ist nur eine Entschuldigung, Sean. Ich glaube, du hast einfach Angst. Das ist Antonella. Sean, du kannst hier drin nicht filmen. Wir werden nach Hause geworfen. Du darfst hier drin nicht reden. Was machst du da? Ich mache Aufzeichnungen. Für den Fall, dass wir es nicht zurückschaffen. Wenn uns was passiert, willst du aufzeichnen, wie ich mir die Hose mache? Ich weiß, dass wir uns nicht besonders gut kennen, aber ich glaube, das wäre ein super Anfang. Okay. Bin froh, dass du mitkommst. Hey, du weißt, wie man eine Kamera bedient, oder? Wir müssen los. Warum willst du dahin? Warum nicht? Was? Das ist meine Version vom ersten Date. Also willst du mich in ein Geisterhaus locken und dort mit mir rummachen? Wolltest du nicht auch schon immer mal in ein Geisterhaus? Ich glaube, ich war mal in einem. Echt? Geister? Man muss nicht nach Geistern suchen, um welche zu finden, Sean. Aber der Herr sagte, suchet und ihr werdet finden. Hat er das? Sag mir nicht, dass das Medusa ist. Wieso nicht? Willst du mich in Stein verwandeln, hä? Naja, das ist die männliche Sichtweise. Von einer Frau zerstört werden. Gruselig, hä? Und was ist die weibliche Sichtweise? Sie waren noch nicht bereit, Medusa zu sehen. Sie war eine schöne Frau, bis die Götter sie in einen Dämon verwandelten. Sie ist die Wächterin der Toten. Wenn man sie sieht, gibt es kein Zurück mehr. Seltsamer Glücksbringer, wenn du mich fragst. Naja, ich werde ihn brauchen, okay? Du kannst dich glücklich schätzen, dass ich gruseliges Zeug mag. Die meisten Mädchen würden dich nicht begleiten. Du bist nicht wie die meisten Mädchen, Antonella. Hast du gut erkannt. Wie weit ist es denn bis dahin, Alex? Sind ein paar Stunden. Wir fahren erst noch bei mir vorbei und holen ein paar Sachen. Von da geht's dann los. Werden sich deine Eltern nicht fragen, wo du hingehst? Ich habe nicht wirklich mit ihnen gesprochen. Warum? Hätte ich das tun sollen? Ich meine, wir begeben uns ins Reich der Geister, laut Alex. Es ist ihr Reich. Warum willst du es schänden? Ich will nicht ihr Reich schänden. Ich will nur hingehen und es erkunden. Alles wurde erobert, richtig? Diese wenigen Gefilde, wenn man sie so nennen will, ein paar Orte sind noch nicht erobert worden. Und wenn du da hingehst, weißt du nicht, wogegen du da kämpfen musst.
Du weißt es einfach nicht. Es gibt Forscher, die dorthin gehen und auch Kinder, die aber nie wieder zurückgekehrt sind. Und es gibt Geschichten darüber, die man nachlesen kann. Du bist so ein Lügner. Ich habe im Netz geguckt und es gibt nichts über Kinder oder Forscher, die vermisst werden. Gar nichts. Du hast bestimmt auch nichts über Billy Lasher gefunden, oder doch? Nein, hab ich nicht. Also, da hast du es. Hast du es gesehen? Da hast du es, Scheiße. Da hast du es. Warum lachst du jetzt? Lächeln. Das ist Antonella, die in die Kamera lächelt. Und jetzt schau zu mir. Komm schon, Antonella, film mich. Film mich. Schau, Alter, guck auf die Straße. Hallo. Ja, ich schau doch, verdammt. Ich sag euch beiden mal was. Dieses Lächeln wird nicht sehr lange anhalten. Denn sobald wir da drin sind, werde ich dir das gottverdammte Video zurückspulen und dir zeigen. Ich werde dir dein verdammtes Lächeln zeigen, denn da drin wirst du das nicht mehr aufsetzen. Du bist vollkommen durchgedreht. Jetzt sag's ihnen schon. Nein, mach ich nicht. Uns was sagen? Gar nichts. Der perfekte Moment, um darüber zu reden. Nein, hör zu. Wir wissen doch alle nur zu gut, wie sehr Alex es liebt, sich reden zu hören. Das löschte doch, oder? Okay. Also John und ich haben uns umgehört und uns entschieden, wir gehen nach Greystone. Eine verlassene psychiatrische Klinik. Greystone war Vorreiter mit diesen ganzen kranken Experimenten, Lobotomien. Was sind Lobotomien? Elektroschocktherapien, heiße und kalte Wechselbäder, Aderlass. Eine Lobotomie ist, wenn man einen Eispickel nimmt, ihn in dein Auge rammt und den Frontallappen des Gehirns zerstört. Bei Tausenden von Leuten. Sie haben diese Leute gequält. Sie haben sie lobotomiert und sie einfach gequält. Was meinst du mit gequält? Sie haben sie einfach zerstört. Das hätten sie doch nicht ohne Grund gemacht. Sie dachten, sie würden ihnen helfen, doch in Wahrheit haben sie ihnen nur Eispickel ins Gehirn gerammt. Sie hatten ein Hauptkrankenhaus. Es gab ein Hauptkrankenhaus. Sie haben diese ganzen Experimente mit den Leuten gemacht und sie in Tunnel unter der Erde gebracht. Man hat die Schreie gehört und einfach schreckliche, schreckliche Sachen und... Also tummeln sich dort Geister und Gespenster? Und ja, aber das ist doch in jedem Gebäude so. Das kann unmöglich wahr sein. Ja, aber ich denke, es ist ziemlich mies. In welchem Sinn? Es ist ein böser Ort. Was meinst du? Er ist böse. Was denkst du, John? War das gruselig? Hör zu, Alex hat etwas anderes erlebt als ich, während wir dort waren. Ich glaube, er hat so oder so einen an der Klatsche, aber... Sobald du da bist, willst du ums Verrecken wieder raus. Aber wenn du gehst, kreisen deine Gedanken nur noch darum, wieder zurückzugehen. Oh mein Gott. Sag mir bitte, dass ihr eine Katze habt oder irgendwas. Ja. Ihr Leute habt diese ganzen Sachen in meiner Hand. Euch mal. Und in meinem Leben. Schau du nach, finde es heraus, wenn du an Geister glaubst. Leute, ich krieg wirklich Angst. Hör zu, wir werden morgen gehen. Du willst doch gehen, oder? Naja, ich habe schon genug Geister gesehen. Ich glaube, Sean mag Horrorfilme. Warum nimmst du ihn nicht mit? Oliver, ermutige sie nicht auch noch dazu. Willst du nach Greystone gehen, Sean? Wir könnten darüber einen Film machen. Ja, Sean? Was glaubst du, Sean? Gibt es Geister, Mr. Shadowman? Lass es uns herausfinden. Also das hier sieht aus wie das Intro von jedem Horrorfilm, den ich bisher gesehen habe. Bereit? Was mit John? John kommt nicht. Er hat angerufen. Warte, was? Was meinst du mit, er kommt nicht mit? Er kommt nicht, ist doch halb so wild. Er meinte, er wäre krank oder sowas. Nichts Schlimmes, mach dir keine Sorgen. Schau, lass uns gehen und uns ein bisschen umsehen. Wir müssen ja nicht reingehen. Hast du schon mal einen Horrorfilm gesehen? Hä? Man sollte sowas besser nicht in einer Dreiergruppe machen. Ich sehe das anders, denn in jedem Horrorfilm, den ich kenne, vollkommen egal, wie viele Leute dort mitspielen, es gibt immer einen Überlebenden. Na toll, Alex. Manchmal sogar anderthalb schon. Also? Eine Stunde. Wir setzen uns ins Zeitlimit. Nein, okay? Du sagtest die ganze Nacht. Nein, du sagtest rein und wieder raus. Ich sagte rein und die ganze Nacht. Bist du bescheuert? Nein. Warum? Hast du das gemalt? Ich sehe viele von diesen Sachen in meinen Träumen. Mit Flügeln. Ist das Goya? Es bedeutet nur irgendetwas, glaube ich. Hey, passt auf, was ihr anpackt. Hier gibt's eine Menge scharfkantiger Sachen. Alter, bleib bloß weg von meinem Bett. Ziehst du in den Krieg, Alex? Oh Mann, immer. Das ist ein 40 Pfund schweres, echtes spartanisches Schwert. Damit enthaupte ich alles. Aha. Auch Medusa? Sehr lustig. Oh, das erinnert mich an was. Ich weiß, dass du ein großer Junge bist, Sean, aber das hier ist für dich. Aha. Billy Lasher. Ja, erzähl uns mal die Geschichte. Ihr wollt also die Geschichte von Billy Lasher. Ja, also grob gesagt, ja. Billy Lasher wurde in dieser Anstalt geboren. Diese durchgeknallten Ärzte haben seine ganzen Unterlagen, einfach alles, das bewiesen hat, dass er überhaupt existierte, genommen und entsorgt. Auf diese Weise konnten sie mit ihm machen, was sie wollten. Sie haben den armen Kerl genommen, ihn lobotomiert, ihn gequält und an ihm rumexperimentiert. Ziemlich kranke Scheiße. Und er trug eine Gasmaske, wegen dem Feuer. Welches Feuer?
Die Klinik wurde geschlossen wegen dem Feuer. Und vermutlich, Sean, wenn du Glück hast, ist er noch immer hier irgendwo. Und der einzige Hinweis darauf, dass er näher kommt, ist das Klirren seiner Ketten. Klingt wie eine Geistergeschichte, um Kids wie dich davon abzuhalten, dort einzubrechen. Natürlich klingt es wie eine Gespenstergeschichte, aber man sollte trotzdem aufpassen. Also, wer ist dieses Kind? Wer? Unser furchtloser Anführer? Er weiß ja nicht mehr, wie man reinkommt. Was hast du erwartet? Er ist ein Freund meines Vaters und ein bisschen durchgedreht. Bist du dir sicher, dass du das machen willst? Ja? Ich mag das irgendwie. Einfach nur irgendwo hingehen, ohne zu wissen, was einen dort erwartet. Ich bin froh, dass du mich mitnimmst. Ah, jetzt bist du also froh. Ja, so kann jemand auf dich aufpassen. Okay, sag mal, kannst du später fahren? Warum? Wo ist denn das Problem? Ich hab nicht wirklich einen Führerschein und wenn wir von Bullen angehalten werden, sind wir total am Arsch. Du zeigst ihnen einfach deinen Schein. Moment, und alles was ist mit deinem Führerschein? Ich hab halt keinen Führerschein, Mann. Du verarschst uns doch. Was? Nein. Was soll das heißen, du hast keinen Führerschein? Du fährst schon seit einer Stunde und hast keinen Schein? Ich weiß. Das ist ein geklauter Wagen. Weil hier keine Cops sind, aber weiter vorne schon. Wem gehört die Karre? Der ist nicht gestohlen. Meiner Mom, es ist keine geklaute Karre. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Kein Problem, sag ich dir dann. Also ich würde viel lieber filmen. Antonella, willst du fahren? Sicher, dann kann ich üben. Das ist eine tolle Idee, wunderbar. Antonella, du fährst. Go, 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 go. Da ist eine rote Ampel. Schon okay, los. Du weißt aber schon, dass das illegal ist, ne? Ich komme nicht an die Pedale. Ist schon okay, kein Problem. Ich komme nicht an die Pedale, was los, soll ich denn machen? Los, es ist grün. Hör einfach nur auf das, was ich dir sage, okay? Einfach okay. Geradeaus. Ich fahre ganz sicher nicht ohne Gurt. Hinter uns ist ein Polizeiwagen. Echt? Ich fahre jetzt los. Nimm die Kamera runter. Das letzte Mal haben mir die Cops die Kamera weggenommen. Bleibt locker. Wie schnell darf man hier fahren? Scheißegal, du machst das super, echt, Antonella. Scheiße, hier rechts. Schnell, 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 schnell. Darf ich hier abbiegen? Ja. Okay. Langsam. Langsam. Gut, gut, gut. Oh, mir läuft's eiskalt im Rücken. Bleib einfach ruhig, Antonella. So, als würdest du nicht gleich in eine verlassene Anstalt einbrechen. Oh, alles klar. Oh Mann, siehst du diese Bäume? Hier ist dein Messer, Taschenlampe. Pass auf, Antonella, bitte. Oh, hey, pass auf, pass auf! Hey, hey! Oh Gott, was ist los mit dir? Tut mir leid, ich hab's nicht gesehen. Okay, wir kommen näher. Seht ihr diesen nein, Turm? Nein. Seht ihr den Turm? Wir sind auf dem Grundstück, Leute. Wir sind nah dran. Okay, weiter, 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 weiter. Alex, ich hoffe, das ist es wert. Ich will es echt hoffen, Mann. Vertrau mir, Kumpel, das ist es wert. Grabstätten, Mann. Was? Bleib locker. Parken wir hier? Ja, ja. Stopp, stopp, stopp. Parken. Brems. Oh, scheiße, Mann. Meine Mutter bringt mich um. Licht aus. Jetzt mach das Licht aus. Wir müssen zusammenbleiben, okay? Bereit? Hier lang. Warum sind die Lichter immer noch an? Weil die Generatoren noch laufen. Los, 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 los. Hey. Alex, was? Warte mal, was machen wir hier? Das ist der Weg rein. Pass auf. Wir sollten nicht hier sein. Weißt du überhaupt, wo wir hier sind? Ja, das weiß ich. Wir sind auf dem Friedhof. Und du hast gewusst, dass wir über einen Friedhof laufen müssen? Das ist der einzige Weg rein. Willst du mich verarschen? Sei leise. Zum Teufel, wir sollten nicht hier sein. Warum? Wir stören die Totenruhe. Wenn ihr beide gern verhaftet werden wollt. Okay, es ist gut, Antonella. Es ist gut. Willst du verhaftet Leck werden? Leck mich, gehen wir. Sean, komm her. Wir müssen weitergehen. Wo willst du hin? Das gibt's nicht. Was? Das gibt's nicht.
Alter, was machst du da? Guck dir das an. Ich will hier weg. Heilige Scheiße, ich glaub das oh nicht. Oh nein, da steht jetzt nicht wirklich Lasher drauf, oder? Hast du es gehört? Das? Oh mein Gott! Oh Mann! Was ist passiert? Ich weiß nicht, irgendwas hat eben... Das könnte ein Bulle sein. Runter, runter, runter. Ja, irgendwas ist da beim Nordflügel. Wir müssen verdammt nochmal weg hier, Leute. Irgendwas kommt auf uns zu. Das hab ich doch im Ernst, irgendwas bewegt sich da. Bereit? Gehen wir zurück? Seid ihr bereit? Oder? Alles klar, wir müssen weg. Los, los, los. Los jetzt. Oh, fuck! Was denn? Okay, passt auf. Ich muss diesen Bewegungsmelder da drüben ausschalten, okay? Ich werde euch von dort aus anleuchten und dann werdet ihr losrennen. Alles klar? Lauft nicht, sondern rennt. Wenn wir geschnappt werden, ist alles aus. Warum wolltest du mit? Ganz ehrlich? Um mich da Angst zu stellen. Passt. Alles klar. Los, 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 los! Bleibt in meiner Nähe. Bleibt in meinem Schatten. Ich hab da eben jemand drin gesehen. Was? Nein, es ist niemand hier. Fuck, fuck, Scheiße. Was machst du da? Das hier war das letzte Mal offen. Jetzt ist es zu. Gib mir mal die Lampe. Hier lang schauen. Hier lang. Scheiße, ist abgeschlossen. Scheiße. Ist es offen? Weiter. Hier liegt ein Stock bei der Tür. Das ist ein gutes Zeichen. Na also, gehen wir. Hast du nicht auch das Gefühl, dass uns jemand reingelassen hat? Sicher, dass dieser Ort verlassen ist? Gehen wir hier lang, hier lang, hier lang. Antonella, bleib nah bei Sean, bitte. Sie kannten Santa Claus. Vor Weihnachten 1979. Scheiße. Na, magst du Puppen, Alex? Hast du schon Angst, Sean? Oh, seht euch das an. Oh mein Gott, schaut euch das Kreuz an. Kirchenbänke, das ist krank. Ist das eine Irrenanstalt oder eine Kirche? Die hatten hier eine Kapelle. Oh, das ist nur eine Lagerhalle. Nein, hier gab es eine Kapelle. Dieser Ort ist unglaublich. Oh, Mann! Oh. Alles okay? Fass hier nichts an. Oh. Los, los, hier lang. Alter, was machst du? Warum lassen deine Jacke hier? Na, wir kommen doch sowieso hier wieder vorbei. Je höher man kommt, desto gruseliger wird es. Wo ist Billy? Billy hat es nie gegeben. Billy? Ich wäre an eurer Stelle vorsichtig. Man weiß ja nie. Billy! Sag mal, hast du als Kind zu viel Kleber geschnüffelt oder was? Billy! Goya. Das ist nicht Goya. Alter, was ist das? Habt ihr das gehört? Was war das? Da hat sich eine Katze erschreckt. Komm, gehen wir. Wow, seht euch das an. Heilige Scheiße, schaut euch das an. Ich dachte, an diesem Ort hier funktioniert nichts mehr. Naja, anscheinend wohl doch. Und das Ding hier ist nicht mal angeschlossen. Dieser Ort hier ist vollkommen krank.
mal, bis du das hier siehst. Seht ihr, Leute, habt Glück, denn ihr sitzt gerade zu Hause und schaut euch das an. In diesem Scheißteil haben sie Leute eingefroren. Krank. Passt auf die Schatten auf. Egal, was sie tut, schaut sie nicht an. Sie können in eure Köpfe eindringen. Schau mal an. Oh mein Gott. Schlangenauge. Das ist okkult. Ich hab das schon mal gesehen. Wie, du hast das schon mal gesehen? Ich weiß nicht, ein Déjà-vu. Redest du da? Was, wovon ich rede, Mann? Das ist nur eine Tafel. Es steht tot auf der Tafel und das groß und fett, das ist ein Zeichen. Du kannst da nicht hin. Eine Tafel, nichts sonst. Geh einen anderen Weg. Einen anderen Weg. Wer steht neben mir? Antonella, sie ist ein Mädchen. Oh, Scheiße. Oh. Siehst du das? Fledermäuse. Schau hier, gib mir die Lampe, leuchte mal hier rüber. Was? Wovon redest du? Was ist denn passiert? Was? Was hat dich getroffen? Was ist das? Komisch. Lass mich mal sehen. Ich weiß nicht. Hast du ihn abgeworfen? Nein, ich hab nicht damit geworfen. Du? Weißt du, was das Alex, ist? Alex, hast du das geworfen? Ob ich geworfen habe? Alter, weißt du, was das ist? Psychische Folter, das haben die unters Kissen gelegt und immer wieder abgespielt, bis es sich in deinen scheiß Schädel gefressen hat. Ich will keinen Scheiß. Gehen wir. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Das ist so unheimlich. Was hast du entdeckt, Antonella? Weißt du, was das ist? Medusa, Alter. Das ist seltsam. Was machst du da? Lass das liegen. Hätten sie nicht zurücklassen sollen. Dreh dich um. Hey, Sean. Wer bin ich? Das ist ich, Alex. Wer bist du? Geht es vielleicht noch ein bisschen lauter? Billy Lasher. Geht's ihm gut? Ja, ich glaube, er lässt uns allein, damit wir rummachen können. Sehr lustig. Das kann er vergessen. Ach, warum denn? Nicht so ein Scheiß! Ist ja gut, Mann. Ich habe ein richtig cooles Zimmer gefunden. Du hast übrigens deine Taschenlampe fallen lassen. Was ist los mit dir? Fick dich! Schau euch das an. Das ist der Raum der Hexe. Hier stimmt was nicht. Antonella! Komm schon, los. Alter, schau dir die Puppe an. Alter, jemand lebt hier. Nein, hier lebt niemand. Irgendjemand hat hier gelebt. Das Licht geht. Ich will da nicht reingehen. Warum? Können wir gehen? Bitte? Was ist los mit dir? Schau dir das an. Das ist sau cool. Schau es dir an. Antonella, du wirst es machen. Alex, gehen wir raus hier. Schaut euch die Beine da oben an. Ich will da nicht reingehen. Können wir gehen bitte jetzt? Warum? Was Können hast wir du bitte denn? Von hier verschwinden? Das, ist recht. Nicht das war jetzt wirklich gruselig genug, okay? Ah!
geknarrt. Das ist ein scheiß altes Gebäude hier. Okay? Alles klar. Okay, gehen wir weiter. Wir gehen einfach weiter. Langsam, langsam, langsam. Antonella, bist du okay? Willst du zurück? Bist du bescheuert? Wir suchen weiter. Wir haben noch nichts Cooles entdeckt. Also los, los, komm. Wir gehen einfach weiter. Das ist scheiß unheimlich. Oh, Scheiße, was ist das? Verdammt, war das? Fuck! Was? Scheiße. Verdammt, Mann! Heilige Scheiße. Das ist echt krank. Wo kommt das her? Was ist alles los mit dir? Du bist so ein Wichser. Glaubst du, irgendein wirklich normaler Mensch würde das an seinem Hand- oder Fußgelenk tragen? Das ist für einen verdammten Elefanten. Alex. Geh mir weiter. Wow, schaut euch den Scheiß mal an. In welchem Stock sind wir mittlerweile? Ich glaube ziemlich weit oben. Das hier ist das oberste Stockwerk. Schaut euch die ganzen Bücher an. Das ist verrückt. Ist nicht gerade eine Universitätsbibliothek. Nein, nicht wirklich. Das war... Billy hat seine Krankenschwester angezündet, als sie ihn gequält haben. Und bevor er die Klinik niedergebrannt hat und verschwunden ist, hat er jede Krankenschwester und jeden Arzt getötet. Glaubst du, das ist wahr? Glaubst du, die Kamera zeichnet Geister auf, die wir nicht sehen können? Wenn es sie gibt, dann sehen wir sie auch. Alex muss hier. Schon. Was? Hör mal. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Wer hat ihn angerufen? Ich weiß es nicht. Ich hab niemandem gesagt, dass ich mitkomme. Ja, das klingt so, als würden dir deine Freundin Streich spielen. Ich kenne außer euch niemanden, der so komisch ist. Studenten! Ich bin nicht komisch. Das glaubst du vielleicht. Also du glaubst, ich bin komisch, ja? Warum? Weil ich dich in eine verlassene Psychiatrie schleppe? Habt ihr Leute Angst vor mir? Oh nein. Mann, geht dir dabei einer ab, ha? Huh? Das ist ein scheiß Hobby. Du Vollidiot. Oh mein Gott, was machen wir hier? Haben Sie hier die Leute eingesperrt? Ja, ich denke schon, ja. Jackpot, Mann. Oh mein Gott. Schaut euch den Stuhl an. Leute, wer da wohl drin gesessen hat? Hier drin sieht's aus wie in einem Schlachthaus. Was glaubst du, ist passiert? Erinnert ihr euch an die Köpfe der Camper, was dein Vater erzählt hat? Sie hatten keine Köpfe mehr, die Camper. Jemand wurde getötet. Sind nur Puppen, Mann. Du stehst in ihrem Blut. Das ist kein Blut, das ist Farbe. Ich halte es hier nicht mehr aus. Was? Das ist doch fantastisch. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe gerade jemanden gesehen. Nein. Doch, ich schwöre bei Gott. Leck mich am Arsch. Verarsche euch nicht. Oh, Scheiße! Was war das? Ich habe jemanden gesehen mit grauen Haaren. Nein, nein. Doch, doch, ich verarsche euch nicht. Wartet eine Sekunde. Vorsicht. Vorsicht. Hast du was gesehen? Shh. Bleib, wo du bist. Ich bleib bestimmt nicht. Leck mich am Sack. Ich hab gerade seinen Kopf draußen am Fenster gesehen. Mach langsam. Was zur Hölle ist das? Was machen wir hier? Habt ihr es gehört? Was? Hört ihn. Fuck.
Scheiße! Alex? 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 Alex! Was siehst du? Alex, warum haust du schon wieder ab, Mann? Hör auf mit dem Scheiß, das ist nicht lustig. Alex, ich mein's ernst. Was zum Teufel ist los mit dir? Alex? 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 Alex Wraith? Alter, es ist okay. Ehrlich, es ist okay, Alex. Alex, es ist okay. Hör mir zu, es ist okay, Alter. Ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber es ist okay. Atme einfach tief durch. Hey, Alex. Atme. Schau ins Licht. Schau ins Licht. Verpiss dich! Alex, beruhig dich! Geh runter von mir! Fass mich nicht an! Komm runter, Alex. Ey, lass uns gehen, Alex. Komm, lass uns gehen. Fick dich! Fick dich! Alex, es reicht, es reicht! Verschwinde aus dem Kopf! Alex, es wird mir langsam zu viel, echt. Habt ihr nicht gesehen? Atmen, Alter. Was hast du gesehen? Ja. Haben sie dich gesehen? Alex. Alex, wen? Wen? Die Frau. Die Frau. Die Frau. Was redest du? Welche Frau? Welche Frau? Ich hab mir das alles nur ausgedacht, John. Meinst du das ernst? Du hast es nicht gesehen. Meinst du das wirklich ernst? Ihr habt sie verdammt nochmal nicht gesehen, ihr beide. Was hast du gesehen? Wen? Wen? Keine Ahnung, Mann. Ich glaube, es war Crazy Kate. Ich schwöre bei Gott, ich weiß es nicht. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht... Warum guckt ihr mich so an? Das war eine Frau. Eine Frau. Wie ein Gesicht. Ein Frauengesicht. Ich hab Staub gesehen, hab hingeschaut und hab sie gesehen. Und dann hat sie, ich hab geblinzelt, ich hatte keine Ahnung. Und auf einmal war sie, zack, einfach so. Sie starrte mich mit ihren grünen Augen an. Das ist wirklich ekelhaft. Es ist okay, komm, lass raus. Ist okay. Ich glaube, ich hab Crazy Kate gesehen, wie dein Vater. Was? Wie dein Vater es erzählt hat. Dein Vater hat von ihr erzählt, wie er pissen war. Und die Frau, es ist genauso. Ich weiß nicht. Verdammt, aber keine Ahnung. Hey, keine Ahnung. Hey, 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 beruhig dich, Alex. Atme, Mann, beruhige dich. Geister können dir nichts tun, Alex. Denk dran, Geister können dir nichts tun. Ich will hier echt weg. Können wir jetzt einfach bitte gehen? Wonach suchst du, Mann? Alter, lass uns hier raus. Komm, weißt du, wo der Ausgang ist? Hä? Das ist der Weg nach draußen, oder? Hier geht's raus, ja? Hä? Komm. Nein, wir müssen in die Küche. Wir müssen in die Küche gehen. Ja, ist schon okay, wir gehen in die Küche. Was heißt Küche? Was meinst du mit Küche? Wieso die Küche? Wir müssen in die Küche. Warum? Dort essen sie immer. Wer? Was zum Teufel redest du da? Was meinst du mit dort essen sie immer? Was ist das? Da ist nichts, Sean. Wir bleiben zusammen. Folgt mir einfach. Macht er da, will er uns verarschen? Warum führt er uns in die verdammte Küche? Er mag's da wohl einfach. Heilige Scheiße. Sie folgen uns. Das ist gruselig. Sie folgen uns. Ich sag's euch, hier wohnt irgendjemand. Was? Hier wohnt jemand. Was? Nein, nein, Mann. Was, wenn alle Forscher das Gebäude niemals verlassen haben und in Puppen wie diese verwandelt wurden? Die Hexe hat sie in Puppen verwandelt. Ich bin krank. Die Hexe, die Frau. Hört mit dem Krach auf. Hört auf. Ist das Licht gerade angegangen? Ja, es ist eben erst angegangen. Ist das eine Notbeleuchtung oder sowas? Notbeleuchtung? Ich weiß es Vielleicht nicht. Vielleicht ist es wie... Keine Ahnung, vielleicht weiß die Security, dass wir hier sind. Scheiße Security? Welche Security? Die suchen nach du uns. Du hast gesagt, es gibt ja keine Alarmanlage, oder? Niemand kommt in dieses oder? Gebäude. Niemand kommt in dieses Gebäude. Es ist abge... Gib mir die Kamera. Hast du die Schlüssel? Nein. Die Autoschlüssel. Alex hat sie. Was weißt du von ihm? Viel. Er hat früher mit meinem Vater gearbeitet. Ich kenne ihn nicht lang.
Erinnerst du dich? Hä? Erinnerst du dich? Nein. Das hat dich am Kopf getroffen, klar weißt du es noch. Ich habe einen Player gefunden. Ja, na und? Wir nehmen das Ding mit nach Hause, komm, gehen wir. Nein, ich will hören, was die Schatten über dich zu sagen haben. Wieso lachst du? Alter, mach's aus. Schalt es aus. Entspann dich, Mann, bleib locker. Hey. Entspann dich halt. Warum lachst du? Hey, was ist los mit dir? Mach es aus. Stopp. Scheiße. Was war das? Okay, es ist weg. Lass uns einfach verschwinden. Hauen wir ab. Los. Komm schon. Hey, schau dir das an. Das ist verdammt nochmal Blut. Das ist Blut. Überall Blut. Lass uns einfach gehen. Das ist verdammt nochmal geil. Nein, Alex, ist es gib nicht. Mir die Schlüssel. Das ist total abgefahren. Alex, gib mir die Schlüssel. Wieso? Einfach nur für den Fall. Lass uns gehen. Was denn für ein Fall? Gib mir einfach die Schlüssel. Was für ein Fall? Ich gebe dir nicht die Schlüssel. Willst du ohne mich abhauen? Was ist los mit dir? Gib mir einfach die Schlüssel. Nein, wir gehen zusammen. Einen Scheiß gebe ich dir. Gib mir die Schlüssel. Willst du mit ihm gehen? Los, geh mit ihm. Alles in Ordnung? So, bist du jetzt zufrieden, Alex? Da ist die Küche. Das hätte ich auch zu Hause haben können. Was ist das? Wer ist so krank und macht sowas? Du vielleicht. Hast du das letzte Mal hier gelassen, um dir selber einen Schrecken einzujagen? Warum sollte ich das tun? Hier drin stinkt's. Das ist ein alter Furz von Alex. Nein, das ist der Geruch der Schatten. Ich bin hier drin echt nicht wohl. Okay, Alex, wir haben die Küche gesehen. Jetzt lass uns gehen. Das ist so abgefahren hier, Leute. Die haben ihre Patienten hier ausbluten lassen, Mann. Sie nannten es den Teufel aus ihnen bluten lassen. Billy Lash. Wer ist es denn? Und Jesus weinte. Bei mir steht das Gleiche. Von wem ist es? Unbekannt. Glaubt ihr jetzt an Geister? Ja, klar. Was soll es überhaupt bedeuten, und Jesus weinte? Wo ist der Ausgang? Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Du weißt es nicht. Ich weiß es verdammt nochmal nicht. Es ist wie ein Labyrinth, okay? Es ändert sich dauernd. Die Wände ändern sich, die Türen ändern sich, alles. Wenn man zu lange in einem Labyrinth ist, dreht man durch. Was zur Hölle ist das? Was? Scheiße, was ist das? Das ist eine Leichenhalle. Die haben da ernsthaft Leute reingesteckt? Wenn dir das gefällt, dann spiel doch hier mit. Oh. Ah, ah. Was war das? Ich weiß es nicht, verdammt nochmal. Alex, siehst du irgendwas? Los, rennt! Warte! Beruhig dich mal, ja? Atme einfach kurz durch. Es ist in Ordnung. Wir machen das genau jetzt. Lass mich los! Jetzt. Warum hast du uns in die verfickte Küche gebracht, ha? Wo ist John? Ich weiß es nicht. Wo ist John? Verarschst du uns? Ich verarsche niemanden! Ihr steckt unter einer Decke, stimmt doch, oder?
Was? Du weißt Bescheid. Warte mal. Alex ist reich, leg die Kamera weg. Jemand hat die Tür zugemacht. Wer, Alex? Keine Ahnung, Sean, ich habe Kopfschmerzen und ich bin müde, ich weiß es nicht. Ich bin besessen. Da ist etwas in meinem Kopf und du hast mit mir gesprochen, sie hat auch mit mir gesprochen und ich konnte nicht immer hören. Du willst uns doch verarschen. Du bist nicht besessen. Ich habe nie gesagt, dass ich nur bescheuert besessen bin. Das hast du eben Billy Lasher, er wäre jetzt 150 Jahre alt. Gestern, das ist verdammt nochmal verrückt. Ja, auf damit, okay? Sean, es ist dieser Ort. Sean, es ist dieser Ort. Was? Wir haben alle Angst vor der Dunkelheit. Es lässt dich denken. Ihr müsst euch einfach konzentrieren. Ja, klar. Wir sind hier, wir sind alle hier. Wir stehen hier alle zusammen und das war's. Ihr Jungs müsst euch beruhigen. Was? Ich weiß es noch nicht, irgendein kranker Wir verschwinden von hier. Wir verschwinden, Alex. Ich wollte die ganze Zeit schon gehen. Ich kann es kaum erwarten, mir dieses Video anzuschauen. Du wolltest nicht gehen, du wolltest uns in die verdammte Küche führen. Weil ich nicht wusste, was ich da mache, du Arschloch. Ich konnte nicht klar denken. Nicht klar denken? Kannst du jetzt klar denken? Das ist der falsche Weg. Fuck, fuck! Mach auf! Es geht nicht, es klemmt! Geister können einem nichts anhaben. Sie können einen nicht anfassen. Sie können einen das wollte ich euch die ganze Zeit erklären. Sie existieren, aber wie du schon gesagt hast, können sie uns nichts anhaben. Wir sind, oder? Natürlich weiß ich, wo wir sind. Warum? Was ist los? Machst du dir Sorgen? Warum bist du hergekommen, Alex? Bisschen Nervenkitzel, hä? Wolltest du beweisen, dass du ein echter Kerl bist? Nein, aber warum bist du hier? Achtung, Leute. Könnten eine Menge Schatten hier unten sein. Was sind diese Schatten, Alex? Jeder hat Schatten. Du hast einen Schatten, richtig? Und ich habe einen Schatten. Es sind Reflexionen der dunklen Seite unserer Seele. Also, was passiert, wenn jemand gefoltert oder lobotomiert wird, so wie die Leute hier? Ein Teil ihrer Seele splittert ab und dieser Teil, dieser Schatten wird zu einem Dämon. Und ein Dämon muss sich ernähren, so wie ein Vampir. Und ernähren können sie sich nur von den Seelen anderer Menschen. Klingt für mich, als wären diese Schatten nur in deinem Kopf. Sie sind deine dunkle Seite. Fordere sie doch heraus, dann weißt du es. Genau. Haben sie nicht immer von Wahnsinn gesprochen? Als wären die Patienten von Dämonen besessen? Was ist, wenn diese Patienten mit Schatten hierher gekommen sind? Moment mal, warum gehen wir hier lang? Weil du niemals denselben Weg zurücknehmen kannst. Dieser Weg führt nach draußen, ja? Ja. Hallo? Hier steht Billy. Alter, ich habe gerade ein ganz mieses Gefühl. Antonella, bleib bei mir. Scheiße! Weißt du wirklich, wo wir lang müssen? Es ist echt warm hier drin. Antonella, es ist eiskalt. Was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das? Alles klar, lasst uns gehen durch diese Tür hier.
Jemand ist im oberen Stockwerk. Jemand ist über uns. Das muss es sein. Wartet, wartet. Oh Gott! Was zur Hölle ist mit euch beiden los? Geht's euch gut? Alter, ich glaube, ich muss kotzen. Antonella, 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 hey, hey, hey! Irgendwas ist hier drin. Hast du das gesehen? Hey, hier drin ist nichts. Alter, irgendwas ist hier drin. Das sind nur Schatten, richtig? Nein, irgendwas ist hier drin. Hier drin. Was hast du gesehen? Irgendwas hat sich eben ganz schnell bewegt. Von da vorne hier rein. Ja. Und es war komplett schwarz. Ja. Hier lang. Hier lang. Hier geht's raus. Hier geht's raus. Antonella, du? Ja. Schaffst du's? Ja. Oh, Scheiße. Bleib nah bei mir. Okay. Das muss der Weg nach draußen sein. Ich kenne ihn noch vom letzten Mal. Bleibt einfach zusammen. Komm schon, bleib bei mir dran. Verdammte Scheiße, Alter, was? Alter, was? Das ist ein Sarg? Alex? Hier geht's nicht mehr weiter. Es geht weiter. Ich weiß, wo wir sind. Hör auf, dich anzustellen wie ein kleines Mädchen. Gehen wir. Scheiße! Bring uns raus hier! Heilige Scheiße. Alter, schau dir das an und Jesus weiter, Alter. Ich hab's dir gesagt, Alter. Das hast du geschrieben. Ich hab das geschrieben. Ich war die ganze Zeit bei euch. Wie soll ich das geschrieben haben? Dieser verdammte Ort ist scheiße. Hier Bring spukt es mal. Bring uns einfach nur raus hier, ja? Bring uns einfach raus hier. Wo ist Ant... Scheiße. Ach, halt's Maul. Wo ist sie? Antonella? Boah, Alter, das ist nicht lustig. Du versuchst mich zu verarschen, oder? Das ist ein scheiß Witz. Sie ist weg, Mann! Antonella! Alex, 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 Alex! Ist das dein Ernst? Antonella! 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 Verdammt nochmal, Antonella, wo zum Teufel ist sie hin? Ich hab... Oh, fuck, das war so eine bescheuerte Idee. Ich hab überall nachgeschaut. Antonella! Antonella! Siehst du, was du angerichtet hast? Was hab ich angerichtet? Was hab ich angerichtet, Sean? Du veranstaltest diesen ganzen Scheiß. Du denkst, es wäre ein Scherz. Was willst du da? Das Mädchen ist weg. Es ist nicht meine Schuld. Hey, halt's Maul! Halt's Maul! Glaubst du, sie ist da rausgerannt? Wie hätte sie rausgehen können, du Vollidiot? Was zum Teufel willst du eigentlich von mir, Alter? Sie ist weg! Sie war direkt hinter dir! Antonella? Antonella! Wir müssen sie finden und dann so schnell wie möglich raus hier. Antonella! Okay, Antonella. Verdammte Scheiße, Alter. Was soll der Scheiß, Mann? Antonella, hey. Antonella. Hey. Hey. Was ist mit dir los? Was ist los? Hey, bleib bei mir. Bleib bei mir. Hey, hey, hey. Was ist los? Scheiße, Alter. Hey. Kannst du mich hören? Was ist los mit dir? Komm, wir gehen. Wo ist deine Jacke? Wo ist deine Jacke? Ich weiß es nicht. Schlangenauge, Alter. Hey. Was ist mit dir passiert? Ich weiß es nicht. Du weißt das nicht? Ich weiß es nicht. Du bist verschwunden. Weißt du das noch?
Hör zu, ich glaube, sie ist besessen. Hör einfach auf, darüber zu reden. Alter, hör mir zu. Ich habe schon mit vielen besessenen Menschen zu tun gehabt. Sie ist besessen. Sie ist nicht besessen. Sie hat Angst. Lass uns gehen. Wann hast du mit Besessenen zu tun gehabt? Ich habe Dokumentationen gesehen und so. Du bist krank. Krank. Schräg. Was? Willst du warten, bis sie dir in den Rücken fällt? Du glaubst, ich bin verrückt. Okay? Okay. Wir werden ja sehen. Wo sind wir? Sieh dir das an. Hier haben sie die Patienten operiert, Alter. Sie haben sie heruntergebracht und versteckt. Das ist krank. Jetzt komm schon. Komm endlich. Was ist das? Was ist das? Oh, 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 Alter! Schon, schon, hör mir zu, Alter! Dieser Ort wurde errichtet, um Menschen gefangen zu halten. Man kann ihn nicht so einfach raus, Mann. Man kann nicht ausbrechen. Antonella, halt das, Mann. Verdammte Scheiße, was machst du? Wir kommen hier raus. Wir finden einen Weg. Du liebst diesen Ort. Einen Weg raus. Du liebst diesen Ort, deswegen kommst du immer Warum wieder hierher. Warum willst du so aus? Du willst Warum hier nicht weg, Alex. Du willst hier nicht weg. Antonella, komm schon. Schon. Ist dir eigentlich klar, dass wir eben einen Schattenmann auf Kamera festgehalten haben? Was sind nicht mehr alle Latten am Zaun? Was sind für Latten am Zaun? Ah, ah, was? Oh, Scheiße! Oh Mann. Hallo zusammen! Oh mein Gott! Ah, meine Hose ist voll! Schlecht Arschlöcher! Fuck! Was ist los mit euch? Was ist nicht lustig, John? Es ist verdammt aber nicht lustig! Stell dich nicht so an! Ich hab's ja gesagt. Ich hab's dir gesagt, Alex. Ich schon, hab's dir gesagt. Schon, es tut mir leid. Es ist nicht meine Schuld. Ja, ja, ich hatte nichts klar, damit ja, zu tun. Klar, ich hatte rein gar nichts damit zu tun. Alter, ihr verfickten Schwanzlutscher. Ihr scheiß Arschlöcher. Habt ihr kein bisschen Respekt? Ihr habt keinen Respekt. Es ist ein altes Respekt vor diesem Gebäude. Beruhig dich doch, verdammt nochmal. Ihr habt keinen Respekt vor diesem Gebäude. Es ist nicht lustig. Oh, Alter, großartig. Das ist so lustig. Ihr glaubt, das ist lustig? Ihr habt keine Ahnung, was hier passiert ist. Wie seid ihr überhaupt hier reingekommen? Durch die gleiche Tür wie letztes Mal. Die gleiche Tür wie letztes Mal. Welche Tür? Die Tür mit dem Stock? Habt ihr den da hingelegt? Oh Gott, es war so einfach, euch zu folgen. Vielleicht sollten wir in die Geisterhausbranche weißt einsteigen. Weißt du was? Du bist eine verfickte Schlampe! Ach, fick dich, Alex. Sch, schon was? Schritte, Schritte, Schritte. Er hat recht. Okay, wie viele seid ihr? Wie viele seid ihr? Zu wie viel seid ihr hier? Zu wie... Beruhig dich. Nein. Alex und John wollten uns nur verarschen, okay? Die lachen uns gerade aus. Lass uns nicht gehen. Wir werden hier rauskommen. Ich muss nur Alex finden und dann gehen wir hier raus. Bleib hier, okay? Bleib hier. Nein, du lässt mich hier nicht alleine. Puh, du hast recht, es ist heiß hier drin. Komm, wir gehen hier lang. Alex? Alex? Komm schon hier lang. Bleib bei mir. Los, komm. Ich kann das nicht schauen. Bleib bei mir. Was ist das für ein Ort? John? Ich kann sie hören, ich höre sie. Komm, beeil dich. Ihr seid doch selber da rein. Gibt es noch eine andere Tür? Scheiße, Verband, du hast mich erschreckt, Alter. Sie ist reingelaufen und er ist ihr wie ein Äffchen gefolgt. Und dann ist die Tür zugegangen. Wer hat die Tür zugemacht? Sie ist von allein zugegangen, Sean. Pass auf, Vorsicht! Die ganze Nacht dauert, du bist verrückt. Ich versuche es halt, Alter. Leute, wartet. Wir werden jemanden holen, alles klar, wir werden wir Hilfe holen. Wir sollten die Polizei rufen. Die werden das niemals durchgehen lassen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen die Polizei rufen. Sie
Sie sind da drin gefangen, Alex! Ich werde nicht die Polizei rufen, Sean. Ich werde nicht wegen ein paar Idioten verhaftet. Ich lasse mich nicht wegen euch verhaften. Ich versuche es. Ich versuche es, verdammt doch mal! Scheiß, ihr Idioten! Alex, das ist eine Metalltür. Die kriegen wir nicht auf. Hör zu, ein Freund arbeitet bei der Feuerwehr. Der soll kommen. Der hat Zeug, um so Türen aufzumachen. Woher kam das? Was war das? Was war das für ein Ding? Was machst du? Öffne die verdammte Tür! Mein Gott, was ist das denn? Scheiße! Mach die scheiß Tür auf, Mann! Siehst du irgendwas? Fuck, Alter! Schlag die Scheibe jetzt drüber die Scheibe! Das ist ein verfickter Dämon, Alter! Verdammt, du fuck! Scheiße! Verdammte Scheiße! Hey! Ah, Sean! Ah! Oh mein Gott! Nein! Nein! Fuck, meine verdammte Hand! Scheiße! Was zum Teufel ist mit Ihnen passiert? Träume ich? Wo sind Sie hin? Habe ich Halluzinationen? Alter, das war nicht real. Oh nein. Die Tür ist offen. Was? Die Tür ist eben aufgegangen. Gib mir die Kamera! Das ist unmöglich. Oh, verdammt, Sitchi. Überall Blut. John! Sean, ist niemand drin? Scheiße. Das ist ja das gleiche Zimmer. Sean? Wir müssen stark sein. Ist das drin? Glaubst du an Gott? Da ist irgendwas drin. Ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott. Sie sind immer noch drin. Wir müssen endlich raus. Sie sind immer noch drin. Da ist niemand drin. Antonella, bitte. Du bist panisch. Sean. Gott ist hier. Sean. Stone, wach auf. Was ist los mit dir, Mann? Du bringst ihn um, hör auf! Ich mach dich fertig! Hör auf, doch! Schon! Sean Stone, wach auf! Aufwachen! Verpiss dich runter von mir! Wo willst du hin? Nicht da lang! Lass einen Teil von dir hier. Er versucht uns zu töten. Alex Hurensohn Wraith hat uns das eingebrockt, verstehst du nicht? Mal ist der Plan uns. Alex, verstehst du nicht? Hast du sie nicht gesehen? Alex! Atme! Was ist los mit dir? Was? Komm schon! Warum sieht's hier anders aus? Was redest du da? Alles ist anders. Wo ist der Schuh, ha? Wo ist der Schuh? Er spielt immer noch seine Spielchen mit uns. Verarscht uns noch immer. Wir gehen einfach den Weg zurück, den wir gekommen sind. Hör auf, das Ding anzufassen. Was ist los mit dir? Ich habe das hier schon mal geträumt. Na und? Hier geht's nach draußen. Wir sind von hier gekommen, hier kommen wir auch wieder raus. Schon hier entlang. Komm her! Wo ist Alex? Scheiß auf Alex! Antonella?
Was ist los? Was tust du hier? Was? Was tust du hier? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Was machst du da? Ich will das nicht. Er kommt meinetwegen. Ich will das. Sei still, sei ruhig. Ich will das nicht. Er kommt. Er kommt. Ich will das Antonella. Nicht. Er kommt meinetwegen. Antonella. Antonella, sei einfach still. Du musst dich beruhigen. Hör zu, bleib ruhig. Hör mir zu. Komm runter. Komm runter, sei leise. Hey, was ist denn los? Hör auf! Hör auf, Antonella! Antonella? Antonella, was machst du da? Hey! Hörst du mich? Hörst du mich? Antonella! Wer ist da? Zeigt euch! In der Dunkelheit? Nein, du bist so nah bei mir. Weißt du, es ist nicht einfach nur, dass es ein Geisterhaus ist. Ich mag Irrenanstalten. Echt? Das ist so schräg. Glaubst du, dass du in einem früheren Leben schon mal in einer warst? Vielleicht könnte gut möglich sein. Eine Menge Leute wissen kaum etwas über mich. Ich glaube, sie sind noch da. Wer ist da? Man sieht sie nur kaum. Oder vielleicht kann man sie gar nicht sehen, aber sie sind trotzdem da.
dass ich dich mit dir hergenommen habe. Kannst du sie hören? Ich will hier raus. Sean? Ich habe das alles schon mal gesehen. Vorher. Ich habe Dinge gesehen, Schatten. Dinge, die um uns rumfliegen. Dinge, die... Du glaubst nicht an Geister oder Schatten oder solche Sachen. Deshalb nimmt die Kamera auf, das... Du willst Beweise, deshalb nimmt die Kamera alles auf, dann hast du Beweise. Was machst du da? Was? Verdammt nochmal, was soll die Scheiße? Was machst du? Du bist voller Blut. Was? Du bist voller Blut, voller Blut. Bleib weg von mir. Alter, ich habe gerade einen Schatten getötet. Ich habe einen Geist getötet, oder? Das ist dein Blut. Du kannst nicht klar denken, oder? Wo ist Antonella? Was hast du mit ihr gemacht? Sie war bei dir. Was hast du ihr angetan? Sie war was bei dir, Mann. Was hast du ihr angetan? Ich habe gar nichts getan. Leg das Messer weg. Was hast du ihr angetan? Leg das Messer weg. Ich schwöre bei Gott schon. Was hast du ihr angetan? Messer weg. Ich weiß nicht, was du meinst, Mann. Ich habe ihr nichts getan. Sie war bei dir. Ich schwöre bei Gott. Du bist nicht real. Halt, entspann dich! Du bist nicht real. Du bist ein Geist, ein verdammter Geist. Eigentlich haben wir diesen Scheiß, ja? Was redest du das? Wo willst du ihn? Hey, wo willst du ihn? Entspann dich! Geh weg von mir! Sean! Bleib weg! Sean, komm runter! Woher weiß ich, dass du real bist, hä? Alles Sean, wir haben diesen Ort erobert. Ist tot. Woher weiß ich, dass du lebendig bist? Wir haben diesen Ort erobert. Entspann dich! Also, ich lasse das jetzt fallen, okay? Alles klar. Okay? Lass uns die anderen finden. Ich will hier einfach nur raus, okay? Okay? Wenn du mich immer noch abstechen willst, dann stech mich in den Rücken. Ich habe die Schatten gesehen. Verloren. Ich muss sie finden. Okay, wir haben diesen Ort erobert. Lass uns hier verdammt nochmal verschwinden. Okay, hier ist die Kamera. Hier wischt das Blut ab. Sean, du hast gesehen, was mit John und Monique passiert ist. Wir müssen hier raus, Mann. Wo ist Antonella? Denk nach. Ich weiß es nicht, sie war einfach weg. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Was? Hörst du das? Ach du Scheiße. Verdammte Scheiße. Nicht schon wieder. Komm, lass uns gehen. Was? Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Alex, sei vorsichtig. Vorsicht! Komm zurück! Was macht sie? Was macht sie da, Alter? Was macht sie da? Das ist nicht real, Alex. Das passiert alles nicht. Sie ist da hoch. Ich geh nach Hause. Hier lassen. Nichts. Niemand bekommt mich darüber. Ich gehe nicht darüber. Das ist nicht real, Alex. Das ist nur ein Trick. Schau dir doch meinen Kopf an. Ich blute. Halt zu. Ich will nach Hause gehen. Ich gehe nicht darüber. Ich werde sie holen. Und dann gehen wir nach Hause. Du willst sie holen? Dann hol sie. Hol sie. Halt. Bete, Mann. Bete einfach nur. Sprich ein Ave Maria oder so. Yeah!
Dann bist du tot, Mann. Scheiße nochmal, dann bist du einfach tot. Siehst du ein Mädchen? Los, ein Mädchen. Ich geh nicht. Komm mit mir. Ich geh nicht. Komm, scheiße. Komm mit. Nein, komm mit. Antonella. Ich geh nicht darüber. Antonella? Nein, verdammt. Antonella. Ich geh nicht da hoch. Nein, 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 verdammt nochmal. Vergiss es. Antonella, ich bin Sean. Kannst du mich hören? Hör auf meine Stimme. Wir verschwinden von hier. Ich will jetzt nach Hause, okay? Ich will nach Hause. Oh nein. Oh nein. Schon, schon, warte eine Sekunde. Fass ihn nicht an. Fass ihn nicht an, schon. Schon, hör mir zu. Tritt sie, tritt sie. Hey, hörst du mich? Hey, verdammt. Schau mal, was. Was soll das sein mit den ganzen Körpern, die verschwinden und den Geistern? Saugt dieser Ort sie einfach auf? Fahren sie direkt zur Hölle oder in den Himmel? In der Legende heißt es, dass jeder wahnsinnig wird, der dort hineingeht. Naja, sie sind in deinem Kopf, aber ich glaube nicht an Geister.